Weiter geht's. Bereust du uns, Mimir? Höchstwahrscheinlich. Worüber genau reden? Den Körper aufzugeben? Ob ich bereue, mein Leben gegen meine Freiheit getauscht zu haben? Nur noch geleuchtet hier. Diese Frage stelle ich mir jeden Tag. Wie ist es heute? Heute bin ich froh, hier draußen zu sein. Wie könnte ich sonst so viel Zeit mit dir verbringen? Schon gut, schon gut. Alter, schon nur. Oh, hier haben wir noch eine Höhle. Ah, natürlich. Vorsicht, von hinten! So. Ja, schwerer Angriff. Stimmt, nochmal cooler, wenn man ein paar mehr Gegner haben. So. So, das sieht ja schon wieder lustig aus hier. Die Axt. Bisschen einmal drehen. Boah, das ist schon wieder zu viel gedreht. Oder wir kriegen das selber mal irgendwie von der Seite hin. So geht's auch. Hallo, Truhe. Du gehörst mir. Wir hatten auch schon lange keinen mehr, der sich in der Truhe versteckt hat und uns dann angegriffen hat. Fehlt mir noch. War da dran? Nee. Von hier vielleicht. Nein. Das? Nee. Wie kommen wir denn da dran? Da hinten ist auch noch ein Eingang. Die Frage, ob wir uns da irgendwie durchquetschen können. Na, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Okay, schauen wir mal. Die andere Seite, ob wir da irgendwie rein können. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Truhe. Ist schon wieder so ein Grab. Keine Ahnung. Ich komme da oben irgendwie noch drauf und dann nämlich hinten rum oder so. Aber wir müssen mal da zur Truhe auch noch hinkommen. Oder ist gerade von den Dingern da versteckt? Kratos, erzähl mir von einem Widersacher aus deiner Heimat. Es wäre gut für uns, wenn ich mehr über eure Kampftaktiken weiß. Da gab es Medusa, Königin der Gorgonen. Ihr Blick machte Menschen zu Stein. Ein Spiegel würde ihre Kraft auf sie selbst richten. Oder man schlägt ihr den Kopf ab. Aber das ist die schwierige Art. Was hast du gewählt? Schwierige Art. Was frag ich auch. Noch ein Schlüssel, hä? Früher oder später werden wir ein Schloss dafür finden müssen. Das Wüstentor. Okay. Guck mal, bestimmt auch noch irgendwie.
dran vorbei. Ist hier zufällig wieder Sindri? Ja, glaube schon. Freya, magst du die Geschichte über deinen Bruder weitererzählen? Du sagtest, eine Riesin wäre nach Vanaheim gekommen, um dich über den Bifrost zu lehren. Ja, Geld. Freya war sofort völlig in sie vernarrt. Er hatte sich schon immer danach gesehen, zu reisen. Und dann kam jemand, der ihm das wirklich zeigen konnte. Also reisten sie und erkundeten den Weltenbaum von der Wurzel bis zu den Ästen. Doch eines Tages war es für Gerd an der Zeit, wegzugehen. Es reicht erstmal. Aufpassen. Was ist das? Oh Gott. Ja, aufpassen ist auf jeden Fall gut gesagt. Böse Magie! Ach, hey. Zieh auf den roten Kern! Verflucht! Seht euch das Ding an! Wo bist du denn her, ey? Habt ihr eine Chance verschafft? Vergeude sie nicht! Ja, Grenne! Jetzt! Halt die Rune an! Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Frostphantom. Es ist betäubt. Ja, unter der Erde betäubt. Ja, danke, Spiel. Soll dazu. Hä? Jetzt geht's wieder von vorne anfangen. Gut gemacht. Weiter so. Es ist betäubt. Yes, Angriff. Verstanden. Ach Gott. Ah, shit, okay. Jetzt habe ich erst gesehen, was er überhaupt von mir will hier. Wo ist denn noch so eine Quelle? Oh, hier drüben. Ich kann nicht so schnell laufen. Erst der Kern, dann die Quelle. Komm mal hier hinten rüber, da muss ich nicht so weit laufen. Kein Stein mehr. Oh. Okay, er ist nicht da. Schnell weg. Oh, ich muss mal kurz meine Hände ausschütteln, ey. Entschuldigung. Ich
für ein blödes Vieh? Na, irgendwie war es cool, hast aber. Hast du mal etwas geschrieben? Nein. Eine blöde Frage. Können wir überhaupt schreiben? Okay. Kommt das hier raus, wenn ich mich hier drauf stelle, oder? Kommt wohl irgendwie mal random. Ah, Gott! Meine Güte. Ja. Böse Magie! Ziel auf den Runenkern! Verflucht! Seht euch das Ding an! Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an! Und heute hat er gar nichts gebracht. Angriff! Jetzt! Greif die Rune an! Jetzt! Greif die Rune an! Du hast dir eine Chance verschafft, vergeude sie nicht! Kratos, die Quellen! Zerstör sie! Gut so! So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr geschafft. Na, ja, komm mal hier rüber. Muss ich nicht so weit rennen. Das ist gut von dir. Schon. Schnell. Nein, da wollte ich gar nicht. Renn, Kratos. Renn. Oh, ist aber auch kaputt. Ist es tot? Oh Gott, da ist es. Schlag sie nieder. Schnell. Halleluja. Geschenk von Fimbulwinter nehme ich an. Die Magie, die aus uns allen entweicht, muss irgendwo landen. Sollte diese Energie mal weniger entweichen? Oh, oh Gott, jetzt habt ihr mich auch noch erschrocken. Erschreckt mich nicht so, zocke selber. Ja. Oh. Erschrockenception, ey. Erschreckt mich wegen dem Vieh und erschreckst dich wegen mir. Ah, aber das war irgendwie cool. Auch wenn es ein bisschen anstrengend war. Alfheims Ära? Nee, Nilfheims Tugend haben wir bekommen. War davon jetzt auch drei? Nee, noch nicht. Tugend. War Nahkampfschaden, wenn seine Gesundheit über 75% liegt, basiert auf seiner Abwehr. Auch nicht schlecht. Oh, ich muss erstmal durchatmen. Ich glaube, ich trinke jetzt auch erstmal einen Schluck. Halleluja. Ah ja, die Truhe. Moment, die Truhe. Die ist ja immer noch. Ah ja. Ich höre schon wieder einen Odin-Vogel. Müssen erstmal irgendwie, glaube ich, einen Weg drauf finden. Schau nochmal ganz kurz hier oben drauf. Dieses Heft hatten wir gefunden. Ja, das hatten wir schon gefunden, okay. Nachdem wir gestorben sind. Hm.
drehe mal kurz eine Runde. Irgendwie werden wir doch hier drauf kommen können, oder? Na, du Vogel. Ich sehe dich da oben. Oh, ich weiß nicht, ob wir den von hier kriegen. Ah, komm! Das war so knapp. Ah, gut, den treffen wir von hier nicht. Sieht nicht so aus, als wenn wir hier drauf kommen. Odin. Auf meinen Reisen hörte ich von einer großen Schlacht in deiner Heimat, an einem Ort namens Tore des Feuers. Wie heißen Pforten? Du warst dort? Nein. Ist das Bedauern in deiner Stimme? Ich bedauerte viele Jahre, dass ich dort nicht gestorben bin, aber jetzt nicht mehr. Ah, von hier können wir es machen. Zumindest einen, weil der noch versifft ist. Kriegen wir dann Feuer weg? Vielleicht, mal gucken. Zumindest nicht von hier. Nee. Sieht aber so aus. Ah, doch. War vielleicht nur ein komischer Winkel oder so. Okay, ab wieder hier nach oben. Dann müssten wir das hinkriegen. Außer da ist noch irgendwas versperrt. So, zack, zack, zack. Juhu! Na, endlich. So. So, hier war die... Freya liebt es, in Warnahin Gulon zu züchten. Ich frage mich, ob diese beiden Nachkommen der Gulon sind, die er vor langer Zeit herbrachte. Das erklärt, wie sie in die Wüste kamen. Noch ein Geschenk für die Dunkelalm. Freya, du sagtest, dein Bruder wollte das Weltenreisen lernen. Die Romanze mit seiner Lehrerin nahm wohl kein gutes Ende. Ja, für ihn. Genug geredet. Sei bereit. Alfheims Kraft. Wie viel haben wir davon schon? 2. Ich mach dort nochmal das Ausweichen in letzter Sekunde. Okay. So, hier drüben hatten wir noch was. Ob wir hier jetzt das ranschwingen? Nee, können wir noch nicht. Aber hier. So, zack. Hallo. Hinter dir, Kratos! So, eine ist schon mal down. Lichtkugel, wirf deine Waffe darauf! Au. Shit. Hätte ich L1 gedrückt? Ich hab voll L1 gedrückt. Oh scheiße, warum haben wir schon wieder so wenig Leben? Ich habe L1 gedrückt. Gemeines Spiel. So. Fump.
So, hier liegt noch ein Schatz versteckt. Das habe ich mir sogar noch gemerkt. Vor dem Turm. Jetzt brauchen wir noch Rune. Lichtalbenbauart. Sie ist gewaltig. Ja, hier ist der Turm. Noch ein Zauber. Jetzt haben wir drei. Was war ich in letzter Sekunde? Was haben wir gerade drin? Betäubungsschaden. Ist auf jeden Fall besser. Wie oft weichen wir schon in letzter Sekunde aus? So, da hinten leuchtet noch was so mysteriös vor sich hin. Ah. Ein Abzeichen. Ein Ehrenabzeichen. Die Alben hatten so welche. Sie hängten sie vor ihren Hütten auf und... So meinem Bruder ihre Treue. Das sind alle Tribute meines Bruders. Sollen wir sie behalten? Ganz wie du willst. Wenn Freyr sie nicht wollte, als er Alfheim verließ, können wir sie auch den Zwergen verkaufen. Habe ich wahrscheinlich schon. So, bevor ich da reinfasse, speichere ich mal. Sicher, sicher. Da kommt nie was Gutes raus, ja? Ach du Scheiße. Oh Gott, da bist du. Ich konnte noch nicht mal was machen und bin schon tot. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja, die waren vielleicht noch ein bisschen zu krass. Hat er das gespeichert mit dem Abzeichen? Ja gut. Welche Level sind wir überhaupt gerade? Vier? Krass, das sind hier aber echt hart. Gut, die waren auch Level 6, glaube ich, aber trotzdem. Dann gehen wir mal hier rein. Da kommt etwas. Und es ist nicht gefreut. Uh-oh. Ach du Scheiße. Ich hab grad Schotterwurst gelesen. Oh Gott, ey. Das ist so ein Riesenvieh. Au. Ah, shit. Ah shit, ich wollte gerade das Schild rausholen. Ruft er denn seine Axt nicht?
Schön für euch. Oh, das dauert ja ewig mit dem. Da kommt etwas und es ist nicht erfreut. Ein Drache! Drache ohne Flügel. Das ist ja meine Axt. Ah, shit. Ausweichen. Hallo Julius. Willkommen. Ah, shit. Oh, Kratos läuft halt auch so arschlangsam, ne? Ist geil. Finger weh. Okay, nicht zu nah rangehen. So einen Auferstehungsstein nehmen. Schild hast du so hart durchgedrückt gerade. Ah, shit. Ich glaube, ich hole mir mal so einen Auferstehungsstein. Gott, dieser Kampf dauert aber auch ewig. Okay. Sonst war ja hier oben nichts. Sindri war ja, glaube ich, nur da hinten irgendwo. Hier war seine Statue. Ich glaube, dann wären wir auch wie durch. Wie diese beiden, ne? Wohl in einem Schlittengespann gelandet sind? Schon mal in einem Sandsturm geflogen?
Freyr wird den Dunkelalben gezeigt haben, dass Gulon einen Fluch ziehen können. Dann müssen sie einen neuen Nutzen für sie gefunden haben, als der Sandsturm kam. Jetzt werden sie wohl gezüchtet, um sich auf der Oberfläche fortzubewegen. So, ich müsste, glaube ich, war hier Sindri? Da laufe ich gerade falsch, aber es sieht richtig aus. Zumindest ist hier. Okay, hier ist so ein. Freya, du sagtest, dein Bruder wollte das weg. Moment. Hier ist ein Lager. Nee, hier ist ein Eingang, gar kein Lager. Die Wüstentür hätten wir da noch. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. So. Hier, die Schluchten. Okay, dann war doch ein anderes Tor. Die Wüstentür könnten wir auch erstmal machen, aber dann vergesse ich das vielleicht auch wieder. Können wir nicht auch zum Laden eine Schnellreise hinmachen? Ja, die Romanze mit seiner Lehrerin nahm wohl kein gutes Ende. Ein andermal. Konzentration. Zumindest ging das beim vorherigen Teil. Asgard. Midgard. Zur Karte. Die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Okay, geht wohl nicht. Gut, dann einen Moment. Markiere ich den Laden mal auf der Karte. Oh Gott, das ist halt auch so weit weg, ne? Freya, du sagtest, dein Bruder wollte das Weltenreis lernen. Die Romanze mit seiner Lehrerin nahm wohl kein gutes Ende. Ja, für ihn. Freya war untröstlich und beschloss, eine große Tat zu vollbringen, um sie zurückzugewinnen. Er setzte sich die größte aller Gesten zum Ziel. Er wollte der Erste sein, der die flüchtige Quelle... Fahre ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Nee, muss genau andersrum. Stimmt, die blaue Tür ist ja dieses Monster. Freyr glaubte, er fände sich am besten zurecht, wenn er sich mit einer mächtigen Mischung Warnenkräutern stärkte. Wenn er wanderte, dann wanderte er. Und so schaffte er es, dass er beim Wandern vom Weltenbaum direkt im Seelensee landete. Die Alben hatten noch nie jemanden aus dem See kommen sehen. Es erregte also einige Aufmerksamkeit. Das ist ja urkomisch! Ich weiß nicht, ob er dann seinen Charme spielen ließ oder sie ihn einfach so für eine große Gottheit hielten. Aber natürlich hatte er die Reise nicht unternommen, um Verantwortung zu übernehmen, also blieb er nicht lange. Trotzdem wurde die Legende seines Erscheinens durch die Zeitalter weitergegeben. Sie überdauerte sogar die Spaltung, bei Licht- und Dunkelalben gleichermaßen. Und als er schließlich zurückkehrte, war er in der Lage, das Vertrauen beider Seiten zu gewinnen und zu helfen, Frieden zu stiften. Das Problem war nur, dass beide Seiten ausschließlich ihm vertrauten. Der Frieden hing also davon ab, dass er anwesend war. Und da der große Krieg sich hinzog und kein Ende in Sicht war, war wohl jede Art von Friedensabkommen unwiderstehlich für ihn. Selbst wenn es bedeutete, regieren zu müssen. So, Halleluja, was eine Reise. Ich hätte auch noch mal einen Laden da hinten aufmachen können. So, Auferstehungsstein bitte. So. Was darf ich fertigen? Amulett. Ja, machen wir mal noch einen Platz. Waffen, Schwert. Irgendwas für Freya? Mal Betäubung ich wieder. Hoffe, es gefällt dir. Brauchst du etwas? Schild passt, Chaos Kling, Axt. Ich reinige mein Werkzeug. Nicht verbessern, Armrüstung, die können wir verbessern. Diesmal lässt du keine Spritzer drauf kommen, oder? Kratos? Das passt auch.
Moment, R2 Artefakte. Bringen Sie die Artefakte zum Laden, verkaufen Sie Fax-Server. Oh, hier, bitteschön. Kann dieses Schloss geöffnet werden, ohne das Buch zu beschädigen? Die Alben in Freyas Lager möchten es lesen. Oh, ein verschlossenes Buch, ja? Wie geheimnis. Und es ist ein Albenschloss. Faszinierend. Wenn deine Freunde in Vanaheim es wollen, öffne ich es und schicke es ihnen mit Grüßen von dir. Ein schönes Paar. Okay. So. Dann wollen wir mal nochmal. Auf geht's. Vielleicht hat Freya noch eine Geschichte. Was bis dahin erzählen kann. So. Hoffen wir mal, dass das genauso läuft wie eben, dass wir den recht gut down kriegen und nicht schon während der Hälfte irgendwie verrecken. So, fast geschafft. Keine Ahnung, wie wir an den Odin-Vogel da rankommen. Der wird wohl noch ein bisschen da rumhängen. So, ich trinke mal noch einen Schluck und dann geht's los. Kann ja auch noch mal vorher speichern. Nicht, dass er den Stein jetzt nicht mitspeichert, wir sterben und wir wieder zurückreisen können. So, auf geht's. Ah, ich hab ja Rage, Mensch. Ah, meine Nase juckt. Ah, verdammt. Nicht gut. Mann, ich werf genau in dem Moment halt die Axt, ey, und er wirft sie einfach nicht. Weich aus die ganze Zeit. Mann! Ich wünschte, er würde. Lass das halt los, damit das wirft, aber ach, sobald ich wieder ausweichen will, kannst du vergessen. Na shit.
Mann! Ja, komm. Hey. Die ganze Zeit. Mal kurz meine Finger ausschütteln. So. Und wir kriegen das hin. Ich war so kurz davor zu sterben. Oh, ich wollte meine Axt noch aufladen. Und es ist nicht ein Drache! Das war aber knapp. Ich dachte, ich schaff das noch. Gott, Hilfe. Fast. Komm. Na, wo ist denn meine Axt? Besser geklappt jetzt. Da kommt er!
Na, meine Axt. Achtung, die Schuppen! Wer hin? Komm schon. Ja. Er greift an. Ach, komm. Alter. Mann. Immer so knapp, ey. Da kommt etwas. Und es ist nicht der Ort. Ein Drache! Gar nicht mehr eine Reichweite, Mensch. So wenig Schaden damit, ey. Oh, man, heilen wir ein bisschen. Ey, ich hab extra mein Schild rausgeholt. Vorsicht vor den Schuppen!
ausweichen. Ja, komm. Mann, Freya, mach doch schon mehr Schaden. Scheißschild gerade gedrückt. Oh. Was für ein Mistvieh, ey. Aber wir haben den immer fast. Oh. Oh, mir ist so warm, ey. Oh. So. Ich weiß nicht, ob dort mit den Klingen vielleicht besser wäre, aber... Wir müssen ja irgendwie ein bisschen Fernkampf machen. So nah dürfen wir ja gar nicht dran. Ein Drache! Ey. Man sieht schon, wie er die Animation macht, um das Schild rauszuholen, aber das reicht einfach nicht, weil er lahmarschig ist. Okay, blocken braucht da gar nicht erst versuchen, gut zu wissen. Da einfach ausweichen. Böser Treffer, bist du in Ordnung, Kratos? Hä, jetzt habe ich es aber blocken können. Seltsam manchmal. Ich weiß, dass die Valkyren nerviger sind, aber der ist halt... Oh. Oh, er ist gerade vergiftet. Irgendeine Special-Gedöns von mir hat mal ausgelöst. Alter! Weiche aus. Kann schon nicht mal mehr ausweichen. Nervig ist das. Ich hab ausgewichen. Knapp.
Ich weiche aus. Ich habe jetzt fünfmal dieses scheiß Dreieck gedrückt, ne? Lass mich doch auch mal ein bisschen Schaden machen, Spiel. Bin nur am Ausweichen. Vielleicht mal 5 Minuten Pause oder so. Oh, mir tun so die Finger weh, ey. So, bin wieder zurück. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass mein linker Daumen übelst angeschwollen ist. Ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit so war oder seitdem wir mit diesem blöden Drachen da kämpfen. Das sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Das ist neu. Schön. Mal gucken, ob mein Daumen während des Streams noch explodiert oder so. Das sieht komisch aus. Naja, mal schauen. So. Aber es tut nicht weh oder so. Es ist mir nur angeschwollen. Mal gucken. Vielleicht einfach nur wegen der Hitze. Wer weiß. Da kommt etwas und es ist nicht erfreut. Ja. Oh Gott. Oha, shit. Macht das mehr Schaden, wenn ich da auf diese gelben Dinger da treffe? Wir sind jetzt schon wieder halb down, ey. Ich greife jetzt auch an. Nee, komm, lad neu. Wir haben nicht mal halb runter. Sag mal, sie kann nur so eine Walkürengestalt annehmen. Warum macht sie das dann nicht? Dann würden wir den in 3 Sekunden eigentlich erledigen können. Und es ist nicht erfreut. Hat er mal gar nicht geklappt gerade. Oh.
Hey, ich weiche aus. Nicht mal. Ja, ich wechsle auch gleich von lebendig zu tot. Nice, ich weiß es nicht. Ah, shit, das war nicht so nice. Ich weiche so viel aus, ne? Vielleicht ist das doch das Problem. Ich weiche zu oft aus. Keine Ahnung. Scheiße hier. Okay, wir sind gleich tot, glaube ich. Weißt du, wer jetzt hilfreich wäre? Atreus. Wüsste, mit dem könnte ich das. Der würde mir nämlich Heilung zwischendurch mal bringen. Weil er ein guter Junge ist. Nein! Ach komm, der hat mich nicht mal getroffen.
Mann, er war fast down. Oh, mein Daumen schwillt immer mehr an. Das sieht merkwürdig aus. Hilft wahrscheinlich nicht, dass ich die ganze Zeit gerade brauche zum Ausweichen. Ich bin auch nicht erfreut. Ein Drache! Eigentlich könnte er mal erfreut sein, weil ich ihn rausgelassen habe. Wer ist denn damit? Ich meine, ich kann ihn da auch wieder einsperren, wenn er will, wenn er ihm das glücklicher macht. Ja, klar, treff mich. Ist ja nicht so, als würde ich die ganze Zeit ausweichen, spammen. Das konnte ich mal blocken, hey. Schon. Oh, shit. So ein Radius, ne? Da! Ich drücke die ganze Zeit ausweichen. Ey, kann nicht sein. Mein Daumen beunruhigt mich gerade ein bisschen. Das sieht echt nicht gut aus. So, warte, ich speichere jetzt mal. Die Schwierigkeit einfach mal runter. Gucken, wo wir Kontrollpunkt.
Hoffe, dass mein letzter Ladeding ist weg. Wenn mein Daumen nicht weiter massakrieren, das sieht nicht normal aus. Kacke, ey. Warum ist der denn so angeschwollen? Ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer. Das sieht nicht gut aus. Mit denen, Mike, die ganze Steuerung hier, das ist, Mal gucken. Da kommt etwas und es ist nicht zu fort. Ich war dumm gerade. Ein Drache! Oh ja, auf die Beine zu gehen macht echt mehr Schaden. Da muss man auch erstmal rankommen. Shit. Schon wieder. Oh, endlich. Halleluja. Sah eher aus wie eine Echse. Einen Drachen einzusperren. Ich weiß nicht, bin ich beeindruckt oder entsetzt? Was auch immer. Es ist vorbei. Mein Daumen ist auf jeden Fall entsetzt von der Sache. Das ist auch nicht besser, ey, mit der Schwellung. Shit. Oh. Jetzt brauchen wir einen Zauberstab von Freyas verstorbenen Leibboten. Er suchte Zuflucht hinter einer großen Tür. Okay. Oh Gott.
So, ich steuere jetzt mal mit dem Zeigefinger. Scharfe Klauen eines gefallenen Drachen, Landdrachen oder Drehgies. Kannst du Herstellung von Drachenschuppen, Rüstung oder so? Dienen. Halleluja. Okay, mit dem Zeigefinger zu navigieren ist aber auch nicht so geil.